Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Wir sind weiterhin im, ja, wie alles verschneiten Reuburg. Und haben jetzt versprochen, dass wir die Anführerin des Ritterordens, die Julienne, heilen. Die ist nämlich so ein kleines bisschen ausgerastet, aber nur ein klitzekleines bisschen. Und ja, die ist ein bisschen komisch, seit sie aus irgendeinem Schneesturm zurückgekommen ist. Und wir haben es versprochen, dafür, dass wir dann endlich über die Flowberg Waters geführt werden, dass wir eine Medizin besorgen. Dafür müssen wir hier mit dem guten Mann reden, mit dem Magier da. Wollt ihr irgendetwas? Oh, ihr seid es schon wieder. Du willst sie retten, richtig? Es ist, als wenn ich es dir, Es ist genauso, wie ich es dir das letzte Mal erzählt habe, Junge. Du musst mir das Brit Knight bringen. Also, wirst du es tun oder nicht? Sorgt dich das, keine Sorge deswegen? Sag uns, was wir zu tun haben. Sag uns, was wir zu tun haben. Ihr geht an seiner Stelle, oder? Nun, ich denke, es schaut recht stark aus. Nun denn. Wenn ihr es besorgt, werde ich euch eine spezielle Medizin mischen. Es gibt nur eine Bedingung. Ich mache es nur für einen Madara Sprit Knight. Ein Madara Sprit Knight? Man kann sie nur aus dem Körper eines bestimmten Monsters extrahieren. Also willst du, dass wir das Monster besiegen und den Sprit Knight Stone zurückbringen, richtig? Korrekt. Ich verstehe. Einfach, ja. Ganz einfach. Was für eine Krankheit hat sie? Kann sie mit der Medizin geheilt werden? Was für eine Krankheit hat sie? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Es ist nicht mal, was ihr eine Krankheit nennen würdet. Aber sie ist in einem wirklich gefährlichen Zustand. Aber... Ihre magische Energie ist nicht wie die einer normalen Person. Was meinst du damit? Magische Energie fließt durch alle lebenden Wesen dieser Welt. In manchen mehr als in anderen natürlich. Und magische Energie hat außerdem eine wichtige Regel. Welche Regel ist das? Eine Person kann nur einen bestimmten Typ von Magie besitzen. Wie Blutgruppen. Jeder hat nur eine, richtig? Richtig, ja. Du kannst Sprit Knights temporär verwenden, um die magische Energie zu verändern. Jedoch, aus irgendeinem Grund, kann ich definitiv zwei Arten von Energie von ihr ausgehen spüren. Ist das möglich? Nein, normalerweise nicht. Aber irgendwas Seltsames geschieht in ihr. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was es verursacht haben könnte. Ich habe sie beobachtet und es wird immer schlimmer mit ihr jeden Tag. Ich schätze, sie wird jetzt sogar schon ihren eigenen Willen, Kontrolle über ihren eigenen Willen verloren haben. Du hast sie beobachtet? Bekommst du so deine Kicks? Nun, ich betreibe hier ein Geschäft. Menschen Gefallen zu tun, wird mir kein Essen auf den Tisch bringen, richtig? Nun, wie auch immer, wir müssen uns beeilen, oder? Bitte, ich bitte dich, bitte rette Julienne. Sobald wir es tun, wirst du unser Guide sein? Wir können nichts versprechen. Du wirst unser Guide sein. Natürlich. Ich werde mein Allerbestes geben. Keine Sorge, du kannst auf uns zählen. Danke, vielen Dank. Also alles, was wir tun müssen, ist zurück zu den Flowberg Waters zu gehen und dieses Monster zu besiegen, richtig?
Ihr müsst ein Monster namens Scarly besiegen. Wie lange es braucht, bis ihr das Britnell gefunden habt, hängt von eurem Glück ab. Nun, gebt nicht auf. Okay, wir müssen also wieder zu den Flowberg Waters und wie hieß das Vieh? Scarly? Ein Scarly finden. Ich hoffe... Oh Gott, wenn das von Glück abhängt, dann können wir hier ja noch Stunden rumrennen. Ich hoffe, wir finden eins. Hier ging's doch zu den Flowberg Waters, oder? Wo waren wir? Wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn das? Aha. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Was ist denn das? Interessant. So eine Art magische Barriere. Da ist noch ein Item. Das nehmen wir doch noch mit. Ein Scarly müssen wir besiegen. Ich hätte vielleicht speichern sollen vorher. Na gut. Alles klar, lass uns es angehen. Also dieses Monster, das sie Scarly nennen, hat ein Split Knight, richtig? Er sagte, es hängt vom Glück ab. Was bedeutet, sie haben nicht zwingend eins? Lass uns unser Bestes geben. Lius zählt auch auf uns. Okay. Ihr seid kein Scarly, oder? Hier können wir nicht lang? Verdammt. Was könnte denn... Du bist ein großes Walross? Nee, ihr hießt alle nicht Scarly, oder? Nee. Egal. Okay. Ich habe jetzt nicht auf die Namen geschaut. Aber ich glaube, es war keins dabei. Oder? Ihr wart keine Scarly. So, du bist ein Balloonpa und du ein Spikun. Wusste ich's doch. Du bist kein Scarly. Seit ich dir neue Waffen gekauft habe, geht's ja richtig ab hier. Und die droppen auch, wie irre. So, wer von euch ist ein Scarly? Da darf ich nicht durch. Seid ihr... Oh, euch kenne ich nicht, oder? Kenne ich euch? Ihr seid ein Scarly, perfekt. Dann machen wir hier so einen X-Strike. Bam! Oh, ihr seid stark. Oh! Okay. Hi. Yaruzo. Gangan iku wa yo. Tanomashii ne. Chikara o kasu to shi. Yaruzo. Hi. Ikki ni kata o tsukai. Die hauen ja ganz schön rein. Ich hoffe, die droppen direkt was. Ja, sogar drei davon. Nicht schlecht. Das heißt, ich kann wieder zurück? Perfekt. Es ging ja noch. Okay, die Viecher waren jetzt nicht schwach, aber das ging noch irgendwie. So, von dieser Eule nehme ich jetzt rein. Ich mag diese Eulen nicht. Ich weiß nicht, seit mich die eine ganz am Anfang da versteinert hat, traue ich diesen Eulen einfach nicht mehr. So, aber jetzt sollte ich mal speichern. Wäre nicht verkehrt. So, perfekt. Dann haben wir ja den Split Knight. Das ging ja relativ flott. Jetzt kommt noch, ja, dann sammel noch x-tausend Kräuter für die Medizin.
Ich sehe es doch schon wieder kommen hier. Du hast das Madara Spirit Knight zum Magie-Konsortium-Mitglied gegeben. Oh, unglaublich! Du hast eins gefunden. Vielen Dank. Nun sollten wir Julien retten können. Wow. Oh. Hm, hast nicht mit gerechnet, ne? Ah! Was hat er denn jetzt? Bauchweh? Hm. Wirst du uns bitte die Medizin für Julien geben? Oh ja, richtig. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen... Ja, es hat mich ein wenig hinweggetragen. Ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen. Hier ist sie, wie versprochen. Aha, ich hatte schon... Das ging ja jetzt doch einfach. Dass die geheime Medizin bekommen. Okay. Sie ist wirklich schwierig zu machen. Deswegen ist sie so wertvoll, wisst ihr? Kommt schon, schnell. Wir müssen zu Julien und ihr die Medizin geben. Auf, auf! Wo ist sie denn da? Da war sie drin. Wer ist dort? Oh, Reisende, ihr seid es. Worum geht es? Ich verstehe. Also, wenn sie die Medizin nimmt, besteht eine Chance, dass sie sich erholt? Ja, komm schon, Cornelius. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber kannst einfach so tun, als wenn du es nicht mitbekommen würdest? Oh, sie ist eh so schon so gut wie tot. Oh, ist das mies. Tu einfach so, als wenn du es nicht mitbekommst. Ah! Ich kann es nicht verleugnen. Ihr habt absolut recht. Wir haben schon viel zu lange den Kopf in den Sand gesteckt. Wir sagen, wie es ist, um das Königreich. Nee. Wir haben den Kopf in den Sand gesteckt und dabei gesagt, dass es für die Wiederherstellung des Königreiches ist. Die Schuld an dem Zustand seiner Hoheit liegt also auch an uns. Oder liegt auch bei uns. So rum. Nun denn, wirst du mir die Medizin geben? Du hast die geheime Medizin an Cornelius weitergegeben. Ah, mein Kopf. Julien. Lilus. Eure Hoheit. Cornelius. Ich. Wo bin ich? Nein, ich kenne euch. Ich habe euch schon mal zuvor gesehen. Erinnerst du dich, was du mir angetan hast? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Was habe ich dir angetan? Du hast meinen Kopf du hast meinen Kopf gestreichelt. Ja, dann gab es mir eine kleine, nette Streicheleinheit. Ich verstehe. Was? Also erinnerst du dich kaum an etwas, was zuletzt passiert ist? Bitte lasst mich euch meine ehrlich aufrichtigen Entschuldigungen entgegenbringen für all die Unannehmlichkeiten, die ich euch bereitet habe. Oh, wie diese Frau spricht, das ist ja furchtbar. Oh, kümmere dich nicht um uns. Du bist wieder gesund geworden. Also zeig allen jetzt dein altes Ich.
Ich bin dankbar für eure Freundlichkeit. Jillian, bitte pass auf dich auf. Du bist unersetzlich für all die Leute hier. Du bist wie ein Zeichen der Hoffnung für sie. Ein Hoffnungsschimmer für sie. Ich danke dir. Ich sollte mir deine Worte zu Herzen nehmen. Hast du nicht irgendwas hinzuzufügen, Endir? Komm schon, wir gehen. Frag ihn uns. Bitte ihn, uns über das Eis zu bringen. Ja, genau. Bitte ihn, uns über das Eis zu bringen. Natürlich. Ich schulde euch Juliens Leben. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um euch zu unterstützen. Es tut mir leid, dass ich mich da, dass ich mich nicht daran erinnern kann, nach allem, was ihr für mich getan habt. Aber sagt mir, wo wollt ihr als nächstes hinreisen? Nun, es sind nicht vielleicht die letzten Länder? Hä? Woher wusstest du das? Ich verstehe. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr keine normalen Reisenden seid. Dass du mit so fähigen Kompagnons zusammenreist. Deine Bestimmung können nur die letzten Länder sein. Auf jeden Fall sollte ich die Verantwortung übernehmen, sie sicher hinüberzugeleiten. Du ruhst dich aus, Julien. Kommt, ich bin euer Guide. Endlich, Zeit zu gehen. Bitte pass auf dich auf, Julien. Okay. Ciao, Julien. Die kommt doch mit. Erzähl mir doch nichts. Wir haben ihr einen Namen gegeben. Die kommt mit. Flowberg Waters. Wartet. Julien, was tust du? Du musst dich ausruhen. Nein, mir geht es gut. Ich wünsche mir, dass ihr mich mit auf eure Reise nehmt. Du hast dich doch gerade erst erholt, oder? Bist du sicher, dass du das aushältst? Wenn ich ein Hindernis für euch werden sollte, könnt ihr mich jederzeit wieder loswerden. Ich möchte zu den letzten Ländern gehen und die Wahrheit mit meinen eigenen Augen sehen. Die Wahrheit? Welche Wahrheit? Um das Königreich zu sehen, meinst du? Welche Wahrheit? Ich möchte den wahren Grund erfahren, warum mein Königreich gefallen ist. Das große Ziel dieser Pilgerreise ist das alte Königreich. Ich kann nicht glauben, dass das bloß ein Zufall ist. Es heißt, dass normale Leute die letzten Länder nicht einmal erreichen können. Also muss ich selbst dorthin gehen. Das Einzige, was ich bereits sicher weiß, ist, dass dort große Macht herrscht, sich versteckt, vorhanden ist, keine Ahnung. Das königliche Blut, das durch meine Adern fließt, sagt mir, dass es so ist. Auch wenn es mich beschämt, es zu sagen. Ich bin nicht sicher, ob die Quelle dieser Kraft nicht sogar das ist, was mein Königreich den Untergang gebracht hat. Ich kann meine Männer nicht in einen tödlichen Kampf schicken, ohne absolut sicher über diesen Fakt zu sein. Die Leben meiner Mitmenschen hängen in der Balance, sind davon abhängig. Julien, also um es zusammenzufassen, dein Ziel ist anders, aber dein
Dein Ziel ist anders, aber dein Ziel ist das gleiche, ja. Wie übersetzt man das am besten? Ja, es ist zwei verschiedene Zielworte. Und du willst mit uns kommen. Also das, was du erreichen willst, ist was anderes, aber dein Zielort ist der gleiche, so. Und du willst mit uns kommen, so rum. Nun, warum nicht? Es wird keinen Unterschied für unseren Reise machen, ob du mitkommst oder nicht, richtig? Was denkst du, Endir? Tu, was du willst. Du musst dir schon deine Sporen verdienen. Mach, was du willst. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Gegenleistung ist meine Stärke eure und ihr könnt sie nutzen, wie ihr wollt. Hierbei schwöre ich euch meine Treue. Weißt du, ich glaube nicht, dass du alles so ernst nehmen musst. Er hat recht, Julien. Wo wir gerade von formal reden. Es ist wichtig, dass man es auch manchmal auf die leichte Schulter nimmt, weißt du? Du hast gut reden, alter Mann. Lilus, ich entschuldige mich dafür, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Wie du bereits gehört hast, werde ich sie auf ihrer Reise begleiten. Ich werde mit der Wahrheit zurückkehren. Das ist ein Versprechen. Und danach werden wir zusammen die wahre Wiederherstellung unseres Königreiches anstreben. Nun denn, diese Menschen sind deines Vertrauens würdig. Du musst es in sie setzen, das Vertrauen. Danke, du bist wirklich ein guter Freund. Freund, ja, okay. Friendzoned. Ich denke, das ist genug für mich. Bitte passt auf Julien auf. Mit ihr als eurem Guide weiß ich, dass ich mich nicht um eure Sicherheit sorgen muss. Friendzoned. Okay, ich denke, wir bleiben aber erstmal so, oder? Oh, Level 17 hat sie. Ja gut, meiner mir aber auch schon. Ja. Ich glaube, wir setzen aber draußen nochmal ein Zelt ein und speichern und... Ah, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon rum. Dann würde ich sagen, der nächste Halt sind Flowback Waters. Oh, da ist noch was. Flowback Waters und die letzten Länder. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.